Vor genau 36 Jahren schuf Joachim Witt mit dem Goldenen Reiter die Hymne der neuen deutschen Welle. Ein Song, den jeder kennt, der auf keiner Party fehlen durfte. Damals explodierten die Verkaufszahlen. Die Vinyl-Single wurde über 300.000 Mal verkauft. Airplays in allen Radiostationen. Mit 32 Jahren schrieb der Hamburger einen Protestsong gegen den ausufernden Kapitalismus mit all seinen Scheinheiligkeiten. Oh, das war natürlich eine sehr spannende Angelegenheit, aber diese Entwicklung war in dieser Form nur bedingt voraussehbar. Erst nach einer gewissen Zeit, als ich die Platte fertiggestellt hatte, dann stellte ich fest, dass so der Trend des Waves so von England überschwappend, deutsche Bands kamen im Untergrund, die so sehr wave-lassig arbeiteten, sehr gesellschaftskritisch auch arbeiteten. Das kam mir sehr entgegen. Und die waren relativ extrem, die Bands. Dagegen war ich noch, sagen wir mal, noch leichter zu verdauen. Sicherheitsnotsignale, lebensbedrohliche Schizophrenie. Als die Künstler der Untergrundbewegung Anfang der 80er immer erfolgreicher wurden, vermarkteten die Plattenfirmen unter dem Etikett NDW deutschsprachig singende Interpreten und schufen einschlägige Retortenbands. Das Genre wurde schließlich zunehmend von Interpreten beherrscht, die in modernisierter, teils auch ironischer Form Elemente des Schlagers verwendeten. Witt ein Teil dieser Bewegung. Ja, da fühl ich ab. Ja, da fühl ich ab. Es ist ganz schwer, darüber überhaupt irgendwie so Statements zu machen. Ich fand es grundsätzlich für Deutschland oder für die musikalische Entwicklung in Deutschland jetzt speziell aus der Nachkriegszeit heraus, ist eine ganz wichtige Strömung gewesen, weil man losgelöst vom Schlager wieder Texte machen konnte, die man die man sich auch anhören konnte, also jetzt aus meiner Sicht. Und das war schon ein ganz wichtiger historischer Meilenstein. Und die Musik war natürlich auch auf ihre schräge Art und Weise manchmal erfrischend und brachte halt ganz neuen Wind in die Musikkultur in Deutschland. Fand ich wichtig. Die Kommerzialisierung durch die Musikindustrie führte bei den Urhebern der Bewegung oft zur Frustration. Durch die Veröffentlichungspolitik der Plattenfirmen und der massiven Medienpräsenz des Genres war das Publikum aber bald übersättigt. Viele Musiker beendeten ihre Karrieren und nur wenige Projekte überlebten. Es war schon nachher nicht wirklich witzig, weil so Ich hatte mir eigentlich vorgestellt, eine musikalische Karriere zu machen, schon, natürlich, klar. Aber nicht im Zuge so einer kommerziellen Bewegung dann letztendlich. Und diese kommerzielle Bewegung hat mir nachher auch geschadet, als Künstler, der ernst genommen werden wollte. Wenn ich in mir keine Ruhe fühle. Witt zog sich Ende 1982 zurück, fiel in ein tiefes Loch, aus dem er sich jedoch wieder herausziehen konnte. 10 Jahre später dann das Mega-Comeback. Witt veröffentlichte zusammen mit Peter Heppner die Single Die Flut. Der Song wurde zum größten Erfolg in Witts Karriere. Sie erreichte in allen deutschsprachigen Ländern hohe Chartpositionen und in Deutschland Platinstatus. Und du rufst in die Nacht und du flehst. Um eine bessere Welt zum Leben, doch es wird keine andere geben. Wann kommt die Flut über mich? Wann kommt die Flut, die mich berührt? Wann kommt die Flut, die mich mit fortnimmt in ein anderes großes Leben irgendwo? Ich bin sehr empfänglich für Zeitströmung und entwickle mich auch immer mit der Zeit. Und insofern war das für mich ein notwendiger Schritt oder auch ein ganz normaler Schritt, der dann passierte. Aber ich musste erst mal den Dreh finden, überhaupt dahin zu kommen. Das war sehr anstrengend und von vielen Unwegsamkeiten so geprägt. Aber wie gesagt, ich bin auch eine Kämpfernatur und habe mich da halt dann, hab den roten Faden für mich wiedergefunden, den ich verloren hatte in der Zwischenzeit.
Viele Male erfand er sich neu. Joachim Witt blieb immer am Nerv der Zeit. Nie scheute er sich vor Politik und Gesellschaftskritik. GroKo ist für mich ein Unding. Das ist der Grabstein der SPD. Tag für Tag verschwinden Rückens Trübel. Politisch engagierte sich eher nicht, wünscht sich aber, dass sich die Menschen und vor allem Politiker mehr auf Werte wie soziale Gerechtigkeit und Fairness zurückbesinnen. Da ist es einfach so, dass die gesellschaftspolitischen Zusammenhänge und das, was an Politik gemacht wird, diese Marschroute nicht unbedingt konsequent einhält, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich finde, es geht immer ziemlich daneben. Und insofern ist das schon eine negative Energie, die auf mich Einfluss nimmt. Und ist aber auch wichtig, weil ich daraus auch meine Lebenskraft schöpfe, weil ich aktiv an allem beteiligt bin, was um mich herum passiert. Also zumindest gedanklich. Mit 68 steht er immer noch fit wie ein Turnschuh auf der Bühne und begeistert seine Fans. Er ernährt sich gesund und vermeidet ständige Exzesse, hat eine sehr positive Einstellung zum Leben. Für mich ist der zentrale Begriff, der für mich wirklich wichtig ist im ganzen Leben, war immer Gerechtigkeit und Fairness. Und darauf stützt sich auch mein gesamtes Leben. Und so versuche ich mich irgendwie zu verhalten und ich erwarte es irgendwie auch von anderen. Joachim Witt ist durch alle Höhen und Tiefen gegangen. Jetzt will er es noch einmal wissen. Und so gibt einer der interessantesten Künstler Deutschlands mit seiner Rübezahl-Tour und neuen Songs im Gepäck 2018 auch wieder Konzerte in ganz Deutschland. Mit dabei natürlich auch alle seine Klassiker.